Hallo Maneki, guten Tag. Du hast geschrieben, du hast eine Tabelle mit Aktienwerten und immer wenn du die filtern würdest und würdest den Filter hinterher wieder rausnehmen, dann würdest deine Datensätze zerschießen. Das heißt, die passen nicht mehr eins zu eins zusammen. Ich habe mal, damit man das vergleichen kann, hier meine Aktien, mit der ich jetzt arbeiten werde und hier habe ich nochmal die Tabelle eins zu eins kopiert, das sogenannte Muster und das habe ich hier mit der doppelten Ansicht anzeigen lassen, damit ich es immer vergleichen kann. Wenn ich jetzt mit dem Filter arbeite, kann eigentlich überhaupt nichts passieren. Ich sage mal Zahlenfilter größer als 100, sage OK und dann bringt mir mein Programm drei Firmen, wo das Einkaufslimit hier größer als 100 ist. Wenn ich meinen Filter wieder löse und sage alles anzeigen, dann ist auch alles wieder da. Das heißt, beim Filtern passiert gar nichts. Ich denke mal, du hast beim Sortieren einen Fehler gemacht. Beim Sortieren ist es nämlich wichtig, wenn ich so eine Tabelle habe, dann muss ich nur in einer Zelle, einer Spalte stehen, nach der ich sortieren will. In diesem Fall stelle ich mich hier mal in die 55 rein. Das ist eine Zelle aus der Spalte Einkaufslimit. Bin im Register Start und habe hier das Sortieren von A bis Z. Jetzt hat das Programm sortiert. Das fängt mit Firma 3 an, weil da das Einkaufslimit am niedrigsten ist. Und wenn ich mal gucke, 3, das sind hier diese Werte, passt 1 zu 1. Das heißt, das Programm hat richtig gearbeitet. Wenn ich jetzt wieder Firma 1 bis 8 haben will, dann muss ich irgendwo hier in dieser Firma drin stehen und sage, ich möchte wieder von A bis Z sortieren. Meine Tabelle passt also wieder hundertprozentig. Ich denke mal, du hast diesen Fehler gemacht. Du hast hier den Bereich markiert, weil du ja wusstest, du wolltest nach dem Einkaufslimit sortieren, bist auf Sortieren gegangen und jetzt hast du nämlich schon die Sortierwarnung von Excel bekommen. Das heißt, wenn du die Markierung jetzt nicht erweiterst, bringt es deine Datensätze durcheinander. Das heißt, die Spalten A, B und D bleiben so, wie sie sind, nur in C wird sortiert. Und wenn ich nämlich hier sage, mit bestehender Markierung fortfahren, dann ist hier Spalte A, B und D ist stehen geblieben und C hat es sortiert. Und jetzt passen die Daten natürlich nicht mehr eins zu eins zusammen. Das heißt, ich gehe hier mal auf rückwärts. In dem Moment, wo du diese Spalte hier markiert hattest und kriegst hier diese Meldung, musst du auf alle Fälle sagen, Markierung erweitern. Das heißt, dann nimmt das Programm wieder alles mit. Und wenn ich jetzt hier wieder zurückschalte und sage, ich will wieder von A bis Z sortieren, dann kannst du sehen, die Werte passen auch wieder. Das heißt, man muss da ein bisschen aufpassen. Was du allerdings auch machen kannst, wenn du jetzt zum Beispiel nur diesen Bereich hier sortieren möchtest, dann gehst du hier auf das Sortieren und sagst benutzerdefiniertes Sortieren. Wonach möchtest du sortieren? Nach Spalte A? Nein, du möchtest nach dem Einkaufslimit sortieren. Nach Größe aufsteigend. Okay, jetzt hat das Programm nur diese vier Datensätze sortiert. Gucken wir mal bei Firma 2, 121, 3, 125, 130, passt wunderbar. Und wenn du jetzt dich hier wieder hinstellst und sagst wieder von A bis Z sortieren, dann ist auch alles wieder richtig. Mit meiner Vergleichstabelle kannst du sehen, die Werte passen. Also beim Sortieren ist es eigentlich auch ganz easy, man muss nur ein bisschen aufpassen. Wenn man nur einen Bereich markiert hat, dann muss man wirklich sagen, man möchte die Markierung erweitern. Am einfachsten ist es wirklich, mich nur in diese Zelle zu stellen, in eine Zelle der Spalte, nach der ich sortieren will, und dann A bis Z und alles läuft. Maniku, ich denke mal, das war wahrscheinlich deine Frage. Wenn nicht, wenn du noch ein anderes Problem hast, schreib mich gerne wieder an. Bis dahin, danke, tschüss, schönes Wochenende.